Bis zur Auflösung des Bistums Konstanz im 19. Jahrhundert dient das Konstanzer Münster als Kirche des Bischofs auch als Grabstätte. Hier im Chor werden die Bischöfe des Mittelalters und der frühen Neuzeit bestattet und in den Kapellen außenrum die Domherren, die wichtigsten Kleriker ihrer Zeit. Wer nahe den Bistumsheiligen, die in der Krypta des Konstanzer Münsters liegen, bestattet wurde, hat, so der Glaube im Mittelalter, eine höhere Chance, in das Jenseits zu kommen. Entsprechend begehrt und privilegiert ist ein Grab besonders nah am Hochchor. Hans Mundbrat, verstorben 1487, liegt in der Kapelle, die am nächsten zum Chor liegt, bestattet. Entgegen der üblichen Praxis war er weder Bischof noch Kanoniker, aber er war der reichste Bürger des 15. Jahrhunderts. Die Familie Mundbrat gehörte zu den wichtigsten Familien der Stadt Konstanz. Sie stellte Bürgermeister, Handelsherren und hat entsprechend Einfluss und auch Geld. Hans Mundbrat selbst bewohnte das Haus zum Kemlin, das heutige Hotel Barbarossa, das prächtigste Haus der Stadt. 1474 wendet sich Hans Mundbrat an das Domkapitel des Konstanzer Münsters und erbittet eine Bestattung. Eigentlich müsste es abgelehnt werden, aber er hat ein Argument, dem das Domkapitel nicht widerstehen kann. Die enorme Summe von über 1000 Pfund Konstanzer Währung. Das Domkapitel erlaubt ausnahmsweise in diesem einzigen Fall in der Geschichte des Mittelalters, dass ein Laie sein Grab im Münster errichten darf. Er geht sogar so weit und sagt, er möchte sein Grab direkt im Hochchor haben, an einer der prominenten Säulen. Erst als sich Protest von oben regt, wird Mundbrat gebeten, seine Stiftung zu überarbeiten und ihm wird dafür eine eigene Kapelle gegeben, in der das Grab heute noch zu sehen ist. Eine Besonderheit kann er bei diesem Deal auch noch rausschlagen. Entgegen der üblichen Praxis darf er mit seinem Wappen bestattet werden. Als einziger Laie mit dem einzigen erhaltenen Laiengrab ist er auch noch gleichzeitig der Einzige, der sein Wappen hier anbringen darf. Und das hält für die Ewigkeit. In der Theologie des Mittelalters spielte die Totenfürsorge eine wichtige Rolle und die sogenannte Memoria, das rituelle Erinnern an die Verstorbenen. Um eine Memoria zu finanzieren, brauchte man eine ganze Menge Geld. Und die Leistungen, die man dafür einfordern konnte, gingen entsprechend der investierten Summe nach oben. Hans Mundbrat lässt sich auch hier nicht lumpen. Er stiftet einen eigenen Altar und einen eigenen Pfarrer, der nichts anderes tut, als jeden Freitag einen Gedenkgottesdienst für ihn zu lesen. Am Jahrestag seines Todes wird ein leerer Sarg durch das Münster in einer Prozession getragen und die Bestattung jedes Jahr erneut mit einem leeren Sarkophag vollzogen. Seit nunmehr 200 Jahren ist das Konstanzer Münster kein Bischofssitz mehr. Als phänomenales Bauwerk des späten Mittelalters und der Neuzeit ist es dennoch erhalten und ebenso das Grab von Hans Mundbrat. Seine Stiftung für die Ewigkeit scheint funktioniert zu haben.